Hallo meine Freunde und willkommen zu einem kurzen Let's Play in der weit, weit entfernten Galaxie namens Star Wars. Keine Ahnung, wie sensibel dieses Mikrofon ist, aber hinter mir, also was heißt hinter mir, aber ich höre draußen Streitgespräche zwischen Nachbarn oder keine Ahnung oder Gästen, keine Ahnung. Vielleicht hört ihr sie mit, vielleicht hört ihr sie nicht mit. Ich will nur betonen, das ist nicht aus diesem Haushalt. Gut, was machen wir? Wir müssen in das Domak-Refektorium. Hey, lass das sein! Na gut, verschwinde von hier. Die macht nichts. Was machen wir denn da? Ich dachte, ich hätte eigentlich. Ach so, ich bin ja wieder abgesunken. Quests. Sprich mit ND5. Tijimi Raumhafen. Diese Stadt wurde von Leuten erbaut, die vor etwas geflüchtet sind. Glaubst du, sie sind jetzt alle frei in die fünf? Nein. Ich verstehe die Frage nicht. Sie werden jetzt von den Ashiga beherrscht und vom Imperium. Ja, wer frei sein will, braucht einen Haufen Geld. Aber die Bahnbrecher ist ein guter Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, was da gerade stand. Aber da stand Hakans Vorratslager. Selbst in der weit, weit entfernten Galaxis gibt es einen Türken. Ja, so. Das ist so krass. Oh, ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht gecancelt, aber dafür gucken mich zu wenige. Also, da, Hakans Vorratslager. Ist das vielleicht der von... Was guckst du? Hakan, der Türsteher? Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Das könnte böse enden. Weil genau in dem Moment gucken es die falschen Leute und dann, bumm, alles vorbei. Was geht hier? Brauchst du irgendwas? Und guck mal, Hakans Frau. Man weiß nie, was man mal brauchen könnte. Was gibt es denn hier? Nee, Pass gut danke. auf dich auf. Grüß mir den Hakan. Ach, da ist Hakan. Seht ihr den Pornobalken, den er im Gesicht hat? Das muss Hakan sein. Oh, ganz viel Rassismus in dieser heutigen Folge. Ich weiß. Aber mir wurde gesagt, man muss ab und zu mal polarisieren. Also. Wie komme ich zum Raumhafen zurück? Was ist das hier für ein Café? Brauchen Sie neue Raumschiffteile? Schiff nicht verfügbar. Okay. Minigame? Nein, heute nicht. Oh, ich bin aus Versehen aufs Touchpad gekommen. Schon ein brachial großes Schiff. Also von innen mag man das gar nicht so. ND5, was ist das? Ein Peilsender.
Er gehörte wohl mal Jet Cardo, dem ehemaligen Besitzer der Bahnbrecher. Ha, ich dachte, die Bahnbrecher hat Sliro gehört. Du bist nicht die Erste, die dieses Schiff klaut. Hier, da ist eine Holodisk drin. Sieh sie dir an. Hallo, hier spricht Jet Cardo. Es ist bald Zeit für den Auftrag, aber erst müssen wir Vorkehrungen treffen. Das Ding in deinen Händen ist ein Peilsender. Mitglieder der Handelsliga, wie meine Wenigkeit, nutzen sie, um Tresore für ihre Schmuggelware zu finden. Aber ich habe ein paar dieser Tresore vom Netz genommen. Niemand außer uns wird sie je finden. Verlier bloß den Peilsender und die Disks nicht. Wir wollen schließlich nicht, dass jemand anderes sie findet und sich unsere Beute krallt. Ich habe gesprochen. Huch, die ist ausgegangen. Sieht aus, als wäre diese Holodisk auf Toshara kalibriert. Du musst dort das Gerät aktivieren. Es sollte dich zu Jets Tresorraum führen. Hm, na dann. Klingt ja nicht so schwer. Mal sehen, was Jet zurückgelassen hat. Ja, interessant. Anscheinend ist es ein... wie heißt es? Ein Acknot, weil... Die sagen immer am Ende, I have spoken, oder im Deutsch, ich habe gesprochen. ND5, was geht, mein also, Alter? Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Oh, passt. Hm. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann liegt es an deiner Unerfahrenheit und Mangel an taktischem... Ja, schon kapiert. Ich kenne einige Orte, an denen dir das Modul nützlich sein könnte. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich sollte weiter nach Ankh suchen. Hey, ich habe eine Nachricht von der Thronerbin des Ashiga-Clans. Hier ist Trisk. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Cantina von Tijimi. Wir haben viel zu bereden. Okay. Klingt, als wollte Trisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Blaster modifizieren. Wo kann man Nachrichten ansehen? Wir wurden einige Sachen für dich abgegeben. Alles klar. Aha. Könnte nützlich sein. Ja, eine Lackierung ist immer super. Also ich wüsste, wo ich meine Nachrichten bekommen möchte. Da ist die einzige Zeit am Tag, wo man seine Ruhe hat. Nee, ich will nicht raus. Ja, spiele Dankas Nachricht ab. Ich bin dann weg. Also dann? Nach hier. Danka hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Okay. Hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Ah, um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen.
Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin. Ich will das aber nicht machen jetzt. Das wollen wir doch machen. Ziemlich gut. Gibt jetzt nichts zu essen. Augen auf. Es sind Imperiale in der Gegend. Willst du dein Glück versuchen? Ich kann kein Konya. Und ich bin aus der Übung. Du bist die beste Sabak-Spielerin von uns allen. Meine Kredits hast du zumindest eingesteckt. Ja, aber es reicht nicht, um im geheimen Spiel ständiger machen. Ich habe Arbeit für dich. Okay. Nehmen wir erstmal alle an. Ob wir sie machen, ist ja immer noch eine andere Sache. Jetzt geh! Yo. Hey, ND5. Ich habe einen schnellen Auftrag angenommen. Ah. Ja, ich sehe mich nach ähnlichen Aufträgen für dich um. Sag Bescheid, wenn du interessiert bist. Oh, klar. Eine Söldnerin in der Kantine. Ich könnte die Barfrau nach ihr fragen. Oh, klar. Danke. Ich habe gehört, dass sich die Schwarze Sonne und Serek Besh in Kijimi breit machen wollen. Oh, das könnte diesen Band. Ein Mon Calamari. Diese Außen. Das ist nicht Ankh. Wer ist das? Das ist Kira. Schwarmkönigin von Crimson Dawn. Kay Vess, Ilira hat schon viel von dir erzählt. Klingt, als hättest du auf Toshara für viel Wirbel gesorgt. Okay, hör zu. Gib mir Ankh und ich bin hier raus. Du hast anscheinend nicht zugehört. Die Königin wird Ankh niemals gehen lassen. Sie hat den Ashiga-Clan an das Imperium verkauft. Und das Geschäft steht und fällt mit Ankhs Waffen. Wir kriegen sie nur raus, wenn Krisk auf dem Thron sitzt. Damit unser Schwarm endlich frei sein kann. Und was willst du hier? Dasselbe wie du. Rekrutierung. Also, ich interessiere mich nicht für Politik oder Königinnen zu stürzen. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir nachspioniert. Dann tu's für die Safe-Knackerin. Hiermit kommst du direkt zu Ankh in der Waffenfabrik der Ashiga. Hol sie da raus, dann reden wir. Was macht dich so sicher, dass ich bleibe? Du wirst tun, was das Beste für dich ist, Kay. Dir wird nicht oft widersprochen, oder? Selten. Also, ich muss ja echt sagen, cool, dass sie diesen Charakter aufgreifen, dass sie ihr das Aussehen geben aus dem Han Solo-Film, dass sie ihr die gleiche Stimme geben. Und ja, die Geschichte um sie fortsetzen. Also, Wahnsinn. Finde ich sehr cool gemacht. Für alle, die es nicht wissen, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal angeschnitten.
Kira ist die erste wirkliche Freundin von Han Solo gewesen. Sie hat ihn mehrmals verraten, dann wurden sie getrennt. Er dachte, sie sei tot, glaube ich, und hat nicht mehr nach ihr gesucht. Und dann hat er sie gefunden. Ja, guckt euch den Han Solo-Film an. Der ist besser als viele sagen. Also, das ist wieder der typische Punkt mit der Kritik, den ich schon vor ein paar Wochen losgeworden bin. Guckt euch den Film an, der war gut. Okay, da kann man leider nicht mitspielen. Ich habe dann offscreen doch noch das Sabacc-Spiel gewonnen. Es ließ mir keine Ruhe. Der Trick war, dass der rechts von mir saß, in jeder ersten Runde eine Karte gespielt hat, die gesagt hat, dass hohe Sabacc Karten gewinnen. Verzieh dich. Du hast hier nichts zu suchen. Natürlich hätte ich das lesen können, aber manchmal gehen die Informationen so schnell vorbei und ich habe es einfach nicht gecheckt. Na, ich will hier einfach raus. Ich finde mich hier nie zurecht. Ja, ganz schrecklich. Ich brauche einen Kompass für die Tür oder so. Ist das der Ausgang? Ja. Ich habe dir freien Zugang zur Waffenfabrik verschafft. Meine Leute erwarten dich. Klingt gut. Danke. Hey, ND5. Ich habe eine Schlüsselkarte, um Ankh zu befreien. Hab sie von einer Crimson Dawn-Anführerin, mit der Christ zusammenarbeitet. Kira, das ist beunruhigend. Was denn? Kennst du sie? Jalen und ich waren auf einer ihrer Auktionen. Ist nicht gut ausgegangen. Ja, sie treibt ein doppeltes Spiel oft und arbeitete auch mit Darth Maul zusammen. Du bist K'Vess. Ja, Krisk meinte, ihr lasst mich durch. Du wirst erwartet. Krisk sagte, dass du kommst. Passiere. So, ich bin jetzt beim Tunnel. Gut, ich habe dir den Gleiter geschickt. Oh, wie aufmerksam von dir. Zwei unserer Crewmitglieder sind in Gefahr. Ich muss das Risiko minimieren. Oh, klar. Was ist denn hier passiert? Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und wahrscheinlich ist genau das passiert. So, da bin ich. Gut. Ankh ist in Montagehalle 5. Mit der Zugangskarte kommst du rein. Aber um die Wachen musst du dich selber kümmern. Ah, was ist, wenn ein Blaster losgeht? Sie stehen treu zur Königin. Ich brauche sie nicht. Gut, darin sind wir uns einig. Was siehst du? In Ordnung.
Hast du was, Kleiner? Eine Drohne ist gestorben. Wir müssen sie finden. Okay, ziehen wir es durch, Nix. Hier. Das Ding ist, ich könnte jetzt, auf heimlich machen, aber da ich die Königin eh verrate, muss ich nicht und mich ihrer Tochter widme, muss ich nicht auf heimlich machen. Langsam muss ich doch mal alle haben. Das hätte natürlich auch wesentlich leiser vonstatten gehen können, aber wie ich bereits gesagt habe, anscheinend wird die Königin eh gestürzt und die Tochter übernimmt alles, also schließe ich mich der Tochter an. Na schön. Meine Karte wurde gestohlen. Gestohlen? Wie ist das möglich? Ich habe Ihre Position gespeichert. Diebstahl ist die einzig logische Erklärung. Finde sie, oder wir machen Schrapnell aus dir. Ja.
Warum müssen es eigentlich immer so komplizierte Wege sein? Hoffentlich hat Jaylin recht mit Ankh. Ich will da nicht umsonst mit reingezogen werden. Jinaga Kipuna Chupar. Sunga Minor. Bichsuta. Ist jemand in der Nähe? Da ist sie. Ich muss nur irgendwie da rein. Davon weiß ich nichts. Langsam und ungehorsam, das kommt in deine Akte. Ja, irgendwas muss ich mit den Dingern machen. Ja, anhalten am besten. Aber wie? Da oben. Da muss ich doch mal meinen treuen Gefährten hinschicken. Ja, aber wie komme ich selber da hoch? Auf den Knopf, Nix. Ja, auf leise kannst du jetzt verzichten. Ich habe alle abgemetzelt. Du musst Angst sein. Hey, wo bist du, Water? Wawa uber Porka Taki? Ich bin Kay Vess. Ich stelle eine Crew zusammen. Every Magula Titaki Kid. Ich arbeite mit Jaylin Rex. Hilta, wo puno du Toki? Kira Jama uber Jagrind? Nein. Meneki, uber Angi Scotcha Tonka Ja Shiga Queen Sapawa Bonko. Was? Die Wende der Grabe, huha, krispodite, uwe, wata. Jetzt noch mal ganz langsam. Hey, Kid. Uwe, wende der Tinker habe, Gigi Sabola, talif, no lia oto. Gigi, du bischado. Damien dir, uwe, du bischado. Chris, no et hinka matin, no lia japulipa. Stut bolo graba sa Gigi, Niki. Gigi hilta wata, puno tanka just lead. Dane Gigi Sabola, wata ta. Nicht wirklich. Ganja! Uwe, bobola, Kid. Also wir sorgen für eine richtige Revolution. Ich hoffe, wir sind auf der richtigen Seite. Siehst du was? Non le ha sapo di buon coato. Lass uns das hochjagen.
Na gut, Max. Hol sie dir. Los geht's, Max! Irgendwie muss man das Ding doch besiegen. Los! Ich hab's geschafft. Ich dachte immer, das wäre unmöglich. Rechnet nie jemand was? Ich hätte es eh nie hier unentdeckt reingeschafft. Ich bin eher so der Typ offene Konfrontation. Schluss mit leise. Wegen dem Glücksbringer. Ist das ein Glücksbringer oder sowas? Tatsuki. Tatsumikiyo no Jinaga. Grab, du lebst! Was war das? Treason, Salota. Also hast du sie gesprengt? Tagua. Ineki Jibola. Tempata Chiska Tonga. Das Ding? Ernsthaft? Hey, man neck shabadat. Chutwanda Angula Puno Titoki. Nobata Japo hit Crispo. Oh. Das tut mir leid, Ank. Und wie soll ich hier helfen? Ach, da ist eine Tür. Warum habe ich eigentlich immer ein Talent dafür, in die falsche Richtung zu gehen? Schon wieder. Ich weiß nicht, wohin. Die Tür muss sie gesprengt haben. Da. Es gab eine Explosion. Evakuiert das Gelände. Bringt sie hier raus und schickt Verstärkung. So, was machst du hier? Hilf Ank aus der Fabrik zu entkommen. Ich versuche es. Haltet sie auf! Anguck, Anker!
sie nicht spüren. Hey, hey, Tomasu, te lockta. Volle Nager du Kapowana. Hast du keine Bomben? Die Flamme unterträgst. Tut Grabo und tut. Alles klar. Hege, die Wand. In dieser Richtung. Lösch einfach den kompletten Clan aus, oder was? Die Energiebarriere soll ich ausstellen. Fragt sich nur wo. Von hier bin ich gekommen. Würde ja am meisten Sinn machen, wenn... Ne, von da bin ich gekommen, oder? Ne. Hey, die Wände. Ja, ich brauche einen Computer. Die Wände. Hey, halt das mal offen. Kannst du das für mich offen halten? Okay, das ist eins. Hey, die Wände. Das ist Nummer zwei. So schnell ist das Ding gar nicht. Wir sehen uns, na gut. Suchen wir einen Weg zu Ankh. Super! Noch alles dran. Sie wollen fliehen. Stopp den Lift. Ja, natürlich haben sie es geschafft. Jetzt kannst du dich revanchieren. Haku! Die haben den Lift gestoppt. Kannst du das überbrücken? Haguatinka! Chichipuna Sutonga! Moment, was? Ankh! Man muss nur clever treffen. Ja, ich weiß. Dann machen wir mal ein bisschen Kraft. Und jetzt weiß ich halt auch, wie weißt man du, die Teile ich glaub, du vernichtet. Ich glaube, du würdest dich gut bei unserem Kanto-Auftrag machen. Kanto? Haku? Da Jatinka, ubasa mucha chugrandiosif. Das ist der Plan. Hineki,
Also, sind die Bomben auf dem Schlitten sicher? Ich meine, hier wird ganz schön viel rumgeblastert. Die lassen nicht locker. Merkst du dir nichts? Oh, oh. Löschen sie aus. Wir kämpfen als Schatz. Umzingelt den Feind. Danke, Kumpel. Wir werden unsere Position verstärken. Hm? Dann machen wir das mal auf die Hackentour. Oh, ich bin relativ gut dabei, finde ich. Ich will es nicht beschreien, aber ich bin noch nicht gestorben. Aber irgendwie... Rede mit Ankh. Ja, würde ich gerne. Jetzt. Nein, jetzt. Hier ist dein Glücksbringer. Biasakid, Stu, Ubesanupa. Chisa da Ubedunsipa. Donobara Pisto no Lia Jacanto Pono. Was? Du weißt doch nicht mal, was in dem Tresor ist. Susa Muliwa, Niki. Susa Yambo Muliwa. 157 Millionen in unmarkierten Kredits. Zahlt locker all deine Schulden. Steve Mods Takan Chakido. Rumi um die Takilakta Titika. Quasi undurchdringlich. Deshalb brauchen wir dich. Ein Kava obus Puno Kaoto Winter Uberschapper auf. Das ist noch der erste. Noch gar kein. Zum zweiten Mal. Enig. Ubertempeta mucha jainka bongasif. Ubernabata graba. Anativa ubersabolopata. Tehaku duandobola. Bei Jalen klang das irgendwie besser. Jesa tinka süsa. Atima jibola Puno tadutu. Du willst die Königin ausschalten? Jesa do grande kid. Miki di boska schapa ja crispo di tabola auf. Jamata vistu. Liebster Pitch Minky, der Porco Fussis. Das Leben ist zu kurz, zu lange zum Schnurre. Das muss ich mir merken. Ich Jalen, Ankh ist raus. Sie hat einen Auftrag für Kira von Crimson Dawn. Natürlich. Kira hat größere Pläne mit Kijimi, als ich dachte. Mhm. Gibt's noch einen Plan B? Tut mir leid, Kay. Wir brauchen Ankh. Das ist typisch für sie. Sie kann nie zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, hab ich gemerkt. Bleib an ihr dran. Wenn Kiras Auftrag erledigt ist, wird Ankh den nächsten Nervenkitzel suchen. Und das sind wir. Genau. Gewinn ihr Vertrauen und zeig ihr, dass man uns ernst nehmen muss. Ja, natürlich. Oh, übrigens, Kay. Ich habe ein Paket zur Bahnbrecher geschickt. Ein paar Vorräte, die dir dabei helfen werden. Gut, ich sieh's mir an. Danke, Jalen. Keine Wachen. Die sind wohl alle in der Haupthalle. Keine Wachen, ich hab sie alle getötet. Okay, da ist der Tod. Jalen, Ankh ist raus. Sie hat einen Auftrag für Kira von Crimson Dawn.
Natürlich. Kira hat größere Pläne mit Kijimi, als ich dachte. Mhm. Gibt's noch einen Plan B? Tut mir leid, Kay. Wir brauchen Ankh. Das ist typisch für sie. Sie kann nie zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, hab ich gemerkt. Bleib an ihr dran. Wenn Kiras Auftrag erledigt ist, wird Ankh den nächsten Nervenkitzel suchen. Und das sind wir. Genau. Gewinn ihr Vertrauen und zeig ihr, dass man uns ernst nehmen muss. Oh, übrigens, Kay. Ich habe ein Paket zur Bahnbrecher geschickt. Ein paar Vorräte, die dir dabei helfen werden. Gut, ich sieh's mir an. Danke, Jalen. Ich sehe, du hast Ankh zur Flucht verholfen. Da du noch hier bist, nehme ich an, sie hat abgelehnt. Ja, nun, momentan arbeitet sie wohl lieber für dich. Tu, was für dich das Beste ist, Kay. Wenn du mich fragst, wäre das, Ankh zu helfen. Ich schicke dir die Koordinaten. Nur für den Fall. Neue Quest, der Schwarm. Ja. Hallo? Hallo? Ist da Kay? Wer ist da? Wie bist du auf diesen Kanal gekommen? Ich bin Mayu. Die Königin fordert dich für einen Auftrag an. Treffen wir uns. Na schön. Natürlich auch noch die Königin. Mein Gott, ich spiele ein doppeltes Spiel. Und es sind auch schon wieder 47 Minuten rum. Ein Auftrag in dieser Folge stringent durchgezogen. Ihr könnt stolz auf mich sein. Ja, wir sehen uns morgen. Bis dahin, alles Gute, meine Freunde.